Hallo, meine Freunde. Wie ihr sehen könnt, ist das Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival. Und wie ich bereits im letzten Video angekündigt habe, in der Einführung, geht's jetzt los. Ich habe angekündigt, dass ich mein erstes Let's Play von Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival auf dem 3D Nintendo 3DS, wohlgemerkt 3DS, bereits, weil es ist das gerade neu erschienene Spiel der Yu-Gi-Oh! Spielreihe. Und ich habe es schon getestet im Vorher, nur um mal die Videoqualität zu gucken, wie das so ist mit der Aufnahme. Aber auch generell, ich wollte mal schauen, wie es sich so spielt. Also ich habe es noch gar nicht angespielt, so richtig davor, also vor der Aufnahme. Wir werden jetzt unsere Spieler einen neuen Namen geben, beziehungsweise den Namen eintragen. Ja, wir nennen uns jetzt einfach. Ich hätte es mir schon vorher überlegen müssen. Tyson. Spontan eingefallen. Tyson. Okay. Natürlich stimmt das so. Und ich kenne die Duellregeln, aber diese Fragen. Natürlich kenne ich die Duellregeln. Schätze deine Duellfähigkeiten ein. Fähigkeiten, ja. Das ist auch so eine neue. So eine neue Funktion, die es davor noch nicht gab. Duell Champion. Also wenn du anscheinend ja tippst, dann kommt da sofort Duell Champion als Rang, als Einstufung des Spielers. Finde ich ziemlich cool. So. Willkommen in der Welt von Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival. Es folgt eine kurze Erklärung der im Hauptmenü aufgelisteten Spielmodi. Ja, lest euch mal durch, weil das dauert dann viel zu lange fürs Video. Ich wollte übrigens wetteifern mit verschiedenen Duellanten um den Turniersieg. Ja. Ich wollte übrigens die Parts nicht so lang halten. Also 20 Minuten sollten so. 20 Minuten sollten ideal sein, eigentlich zum Spielen, Aufnehmen und Rendern, weil das Rendern an sich dauert schon echt lange. Und das Hochladen wird dann eine Qual sein, das sage ich euch. Also allein schon für dieses Video würde ich schätzen, da geht schon der ein Viertel des Tages drauf. Also jetzt übertrieben gesagt. Und die Story-Modus. Option, speichern freies Duell. So klassisch aufgebaut halt. Wir gehen jetzt mal in die Story-Mode. Wähle deinen Duellanten. Und wir haben hier Yuma, Reginald und Kai Tenjo. Die benutzen alle verschiedene Decks natürlich. Und ich habe mir gedacht, weil Kai im Moment die interessanteste Geschichte in sich trägt, wollte ich mal das zuerst in diesem Part spielen. Okay, und Mr. Heartland, mein Herz ist entflammt. Glückwunsch, werter Duellliebhaber. Ja, so wird er euch, also nur zur Erinnerung, oder nur um es euch mal zu sagen, so wird er euch immer wieder begrüßen, immer wenn ein neuer Charakter gespielt wird. Dein Wunsch hat mich erreicht. Damit darfst du am World Duel Carnival teilnehmen. Schön. Oh ja, das ist echt schön zu hören. Willkommen beim World Duel Carnival, der weltweiten Meisterschaft, die von niemand ge geringerem als mir präsentiert wird. Dem Sieger winkt eine Freikarte, um hier zu leben. Was? Und natürlich der WDC-Meistertitel. Und zu guter Letzt gewähre ich dem Sieger einen Wunsch, egal welchen. Yeah, ein Wunsch. Ich erkläre nun kurz die Regeln. Ganz Heartland City dient als Duellarena. Jeder Teilnehmer bekommt für den Anfang ein Herzstück, das ist richtig. In der Vorrunde dienen eure Herzstücke als Wetteinsatz im Duell. Der Sieger gewinnt das Herzstück seines Gegners. Für ein vollständiges Herz benötigt man drei Herzstücke. Und nur der Teilnehmer mit vollständigem Herz dürfen ins Finale einziehen. Ja, so läuft das hier. Da aus unerfindlichen Gründen ist das, läuft das so hier im Spiel.
Erhöhen wir durch hitzige Duelle die Temperatur in Heartland City. Da steckt all euer Herzblut in die Duelle. So, jetzt werde ich mich mal allein aufs Gameplay konzentrieren. Ach, du bist es, Kite. Kommst du gut voran mit dem Nummern sammeln? Ja, alles klar. Übrigens, oder ich sag's euch gleich, das sind gute Neuigkeiten. Ich wusste, du bist der Richtige für den Job. Mr. Heartland. Was ist denn, Kite? Aber, nun sag nicht, du hättest ein schlechtes Gewissen wegen all der Seelen. Daran lässt sich nun mal nichts ändern. Für jede Nummer müssen wir dem Besitzer auch einen Teil seiner Seele nehmen. Aber deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Die haben es nicht anders verdient. Ein übles Pack ist das, wenn du mich fragst. Ich will nur, dass mein Bruder wieder gesund wird, wenn alle Nummerkarten uns gehören. Aber selbstverständlich. Je schneller wir in den Besitz aller Nummern kommen, desto eher wird dein Bruder geheilt. Sieh mal, Kite, im Heartland wimmelt es von Duellanten, die wegen des WDC, ja, ich werde es doch WDC nennen. Wir können sicher sein, dass sich auch Nummerinhaber unter ihnen befinden. Du musst sie nur im Duell schlagen und so an ihre Nummerkarten kommen, das weiß ich. Alles wird gut. Ich werde Dr. Faker sagen, dass du entschlossen bist, deinem Bruder zu helfen. Dr. Faker ist übrigens der Vater von Kite Tenjo. Und jetzt mach dich wieder auf die Jagd der Nummer. Jagd nach Nummern. Und Hart, genau, das ist sein Bruder. Und ironischerweise heißt er Hart für Heartland City. Hart, hab bitte noch ein bisschen Geduld. Dein Leiden wird bald ein Ende haben. Ich werde dich aus diesem Albtraum befreien. Kite, was ist denn los? Es ist nichts. Es ist nichts. Wenn du es sagst. Orbital 7, zeig uns bitte die Nummern an, die wir bereits haben. Hast du die Analyse über die Nummerinhaber bereits abgeschlossen? Ja, hier sind die Ergebnisse. Gut, dann mal los. Roger. Oder ungefähr so dürfte es sich anhören. So, und jetzt geht's hier los. Also das ist das... Ein Teil des Gameplays. Benutze das Shieldpad, um den Cursor auf dem oberen, das soll oberen Bildschirm heißen, zu bewegen und deinen Gegner auszuwählen. Berühre Duell auf dem Touchscreen, um das Duell gegen den vom Cursor angezeigten Charakter zu beginnen. Genau, das Shieldpad bewegen heißt, sich von Stelle zu Stelle und von Duellant zu begeben. Und das wurde hier halt so geregelt, weil die Macher halt so lustig waren. Genau. Kann man jetzt nicht viel dran ändern. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam schnell das Deck von Kite an. Also es besteht hauptsächlich aus diesen Galaxiemonstern und Photonenmonstern. Und übrigens, jeder Charakter hat komischerweise 3 Spiegelkraft. Würde ich mal sagen, dass jeder Spieler davon 3 hat, was ich ziemlich abgefahren finde für die Bedingungen für ein Deck, also dass ja Spiegelkraft eigentlich limitiert ist, aber gleich 3-mal, also genau, da hat man hier noch diese Exceed-Monster, nur zur Erinnerung, um Exceed-Monster zu beschwören, jetzt gehen wir nochmal schnell zum Stamm, genau, hier wollte ich nämlich noch die Ansicht ändern, wie man auf die Karten guckt. So. Um Exceed-Monster zu beschwören, braucht man 2 oder mehr Monster, also meistens mit der gleichen Stufe. Und hier sieht man den Stamm, also da sind die Macher wirklich großzügig. Und nicht nur hier, sondern auch bei den Duell-Items. Also da gibt es so Items, so Spielbrett des Duellfeldes, Spielbrett, meinetwegen. Ja, und da haben die den Spielern schon, also den europäischen und amerikanischen, haben sie schon allen schon vollständig gemacht. Also das ist ein großer Vorteil für die Leute, für die Leute in Japan, weil die das Spiel dort erworben haben, die können nicht von diesem Privileg profitieren,
Und außerdem weiß ich nicht, warum Konami das so geregelt hat. Wie auch immer. Aber ja, also wie gesagt, die haben da diese Regelung. Quatsch, nicht Regelung, diese Entscheidung reingebracht, dass sie die Stimmen cutten wollen. Und das hat mich dann ziemlich geärgert, weil ich mir genau nämlich auf diesen Feature gefreut habe. Und die haben es mir dann einfach vermasselt, also echt. Das ist dann aber auch der einzige Nachteil, finde ich, am Spiel. Was es dann noch gab, das gecuttet wurde. Ach ja, die Charakter wurden auf 12, sind es jetzt insgesamt reduziert. Aus dem Grund, weil keine Ahnung genau. Genau, weil ja, völlig unbegründet einfach alles weg, so dass nicht mal die Hälfte des Spiels noch übrig ist. Also eine ziemlich große Frechheit, wenn ihr mich fragt. Und ihr seid, glaube ich, auch derselben Meinung. Okay, also in diesem Part, also ihr werdet mich jetzt nur noch labern hören. Also kein Gameplay mehr für heute, weil das zieht sich dann bestimmt total lang hin. Ja, tut mir leid für die Leute. Der nächste Part folgt aber morgen. Also jetzt nochmal alle Infos. Jetzt nochmal hier zusammengefasst, beziehungsweise hier nochmal erwähnt. Ich werde pro Tag immer ein Part hochladen, von welchem Spiel auch immer. Aber ich werde mich an die Data, also Plural Datum, das Plural vom Daten, an die Daten halten. Genau, also ich werde, egal was dazwischen kommen würde, ich werde sofort. Boah, wie formuliere ich es jetzt? Mein Gott, das ist mein erstes Let's Play. Ich werde nichtsdestotrotz die Parts hochladen, egal was dazwischen käme. Genau. Und die Parts dauern alle, also jetzt bis auf diesen Part, dauern alle 20 Minuten, weil das, ich finde, das vom Zeitgefühl her passt es ideal. Weitere Let's Plays werde ich auf meinem Kanal auflisten. Aus dem Grund, weil es käme jetzt einfach das Problem, dass wenn Leute meine Videos in der Zukunft schauen würden, dann denken die sich dabei, oh, das Video liegt ja schon sehr, also ist es schon sehr alt und da hat er noch dieses Let's Play da erwähnt und da noch bekannt gegeben und das ist ja schon Schnee von gestern und so weiter. Also das will ich vermeiden und deswegen tue ich es einfach auf meinen Kanal. Ja, was gäbe es noch Wichtiges? Also fürs Erste nichts. Und ich werde jetzt so schnell wie möglich, naja, was heißt so schnell wie. Ich werde es jetzt so günstig machen, wie es nur geht, und Kai Tenjo und all die anderen Charaktere in nur paar Parts durchspielen, damit es sich nicht so lange hinzieht. Ja, genau. Weil ich mir eigentlich gedacht habe, in den 20 Minuten könnte ich doch einen ganzen Charakter schaffen, aber von wegen. Das allein schon für diese Einführung ins Spiel, das kostet mich schon ziemlich viel Zeit. Ja, und das wäre es auch schon für diesen ersten Part. Ich hoffe, ich konnte euch gut einbringen. In den weiteren Parts zeige ich euch noch mehr Features des Spiels, denn ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt in dem Video nichts vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival. Das war Crash Dark. Ciao!